mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber. Auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda-Altstadt, Schulstraße 15, im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 31. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe unserer Drehscheibe Lausitz vom 5. Januar. Wir beginnen unsere Sendung mit einer Meldung aus Lauchhammer. Schon seit einiger Zeit kämpfen die Bürger der Stadt für einen barrierefreien Bahnhof. Denn nach der Sanierung durch die Deutsche Bahn im Herbst letzten Jahres gibt es keine Aufzüge. Auf diese sind alte Menschen oder Personen mit Behinderung jedoch angewiesen. Es wurden bereits über 2000 Unterschriften gesammelt, doch die Deutsche Bahn beruft sich auf die EU-weit geltende sogenannte 1000-Reisende-Regelung. In Lauchhammer mit durchschnittlich 300 Reisenden sei die kostenintensive Herstellung der Barrierefreiheit durch die Bahn nicht erforderlich, wenn ein barrierefreier Zugang in zumutbarer Distanz möglich ist. Laut der Internetseite der Stadt beläuft sich diese zumutbare Distanz auf einen Umweg von 1,5 Kilometern. Der Landtag prüft nun nochmal alle Möglichkeiten einer Förderung für die barrierefreie Nachrüstung. Der sanierte Bahnhof Lauchhammer West soll barrierefrei werden. Aktuell laufen dazu Anstrengungen des Petitionsausschusses im Brandenburgischen Landtag, der alle Fördermöglichkeiten prüft, um eine barrierefreie Nachrüstung der Personenüberführung mit Aufzügen zu ermöglichen. Der Bahnhof Lauchhammer West wurde 2021 von der Deutschen Bahn saniert. Da keine Aufzüge installiert wurden, ist der Übergang für Menschen mit Behinderungen, älteren Fahrgästen oder Eltern mit Kinderwagen nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Im Rahmen des Projektes Bahnhofskonzept Plus finanzierte das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bereits den barrierefreien Umbau kleinerer Bahnhöfe mit 330 Millionen Euro. Die Stadt Lauchhammer hofft, dass mit Unterstützung der Landesregierung aus Fördermitteln eines der neuen Projekte die Überführung am Bahnhof behindertengerecht mit Aufzügen nachgerüstet werden kann. Der Landkreis Bautzen wurde vom Sächsischen Energieministerium für ein Modellprojekt zum kommunalen Energiecontrolling ausgewählt. Ziel ist es, kleine und mittlere Kommunen eines Landkreises beim Einstieg ins Energiecontrolling für städtische Gebäude und für die Straßenbeleuchtung zu unterstützen. Dabei wird der Energieverbrauch beobachtet und versucht, so gut wie möglich zu begrenzen. Energieminister Günther sagt dazu: Der Betrieb kommunaler Gebäude wie Schulen, Sporthallen und Rathäuser ist mit hohen Energiekosten verbunden. Mit dem Modellprojekt erleichtern wir den Einstieg in das Energiecontrolling und bieten den Kommunen in Sachsen bedarfsgerechte Unterstützung an. Noch bis April diesen Jahres arbeiten 8 ausgewählte Kommunen gemeinsam mit der zugehörigen Energieagentur an der Optimierung. Darunter Bautzen, Kamenz und Königsbrück. Es gibt im Landkreis Elbe-Elster ein starkes Gemeinschaftsgefühl und einen Willen zum Anpacken. Das finden wir bei weitem nicht überall. So das erste Fazit von Professor Dr. Stefan Lennart, welcher den Strategieprozess zum Wirtschaftsstandort Elbe-Elster wissenschaftlich begleitet. Im vergangenen Herbst startete jener Prozess, mit welchem die kreisliche Wirtschaftsförderung herausfinden will, welche wirtschaftlichen Handlungsfelder, Themen und Akteure in Zukunft erfolgskritisch sind. Ein essentieller Baustein des Strategieprozesses sind qualitative Forschungsgespräche mit ausgewählten Unternehmen sowie Vertretern von Institutionen wie etwa der IHK und der Handelskammer in Cottbus, der Wirtschaftsförderung
und des Landestourismusverbandes. Zu dem zweistufigen Strategieprozess gehört außerdem eine Analyse der Branchenstruktur, des Arbeitsmarktes und der weichen Standortfaktoren. In einem abschließenden Schritt soll eine Marken- und Kommunikationsstrategie entwickelt werden, um den Wirtschaftsstandort Elbe-Elster attraktiv nach außen präsentieren zu können. Sie wollen im Radio und Fernsehen arbeiten? Wir bieten Ihnen einen Platz als Volontär oder Volontärin. 2 Jahre lang lernen Sie unsere Redaktionsabläufe kennen, arbeiten bei der Erstellung einer täglichen Nachrichtensendung mit oder werden, je nach Ihren beruflichen Zukunftsplänen, in der Redaktion oder Moderation eingebunden. Interessenten sollten über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Medienkommunikation verfügen bzw. eine solche Ausbildung anstreben. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage lausitzwelle.de unter der Rubrik Ausbildung und Jobs. Die Oberlausitzer Mundart wird besonders in der Region zwischen Bischofswerda und Zittau gesprochen und zeichnet sich besonders durch ihr rollendes R aus. Zur Pflege dieser regional besonderen Sprache hat sich 2019 gar die Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der Oberlausitzer Mundart gegründet. Seit einigen Jahren steht nun auch die Wahl des Oberlausitzer Wortes des Jahres an. Bis Ende März können noch Vorschläge eingereicht werden. Mehr dazu und weitere Kurzmeldungen sehen Sie nun. Derzeit werden wieder beliebte Wörter in Oberlausitzer Mundart gesucht. Dieses Jahr dreht es sich um die Themen Landwirtschaft und Wetter. Wie in jedem Jahr werden Substantive, Verben und Adjektive gesucht. Seine Idee kann man noch bis zum 31. März per Mail unter anderem beim Lusatia-Verband oder dem Via Regia Verlag einreichen. Anschließend wird über die Wörter abgestimmt. Beim Tag der Oberlausitz am 21. August werden dann die 3 Sieger bekannt gegeben. Die Gewinner im letzten Jahr hießen Nordschen, Fansteritschel und Ork. Im Jahnpark in Weißwasser kann man sich jetzt über die Geschichte des Eishockeys in der Stadt informieren. So steht nun im Park ein Gedenkstein mit einer Infotafel. Darauf kann man über die Geschichte des Jahnteichs lesen, auf dem der Eishockeysport in Weißwasser seinen Anfang nahm, der bis 1950 zum Natureisstadion ausgebaut wurde. In den 50er Jahren konnten hier 9 DDR-Meistertitel gefeiert werden. Der ehemalige Spieler der Lausitzer Füchse und ehemalige Torwart der Nationalmannschaft der DDR, Klaus Hirche, spendete die Infotafel. Ursprünglich sollte sie im Treppenabgang des neuen Eisstadions stehen. Dies konnte leider nicht verwirklicht werden. Das Handwerk in Südbrandenburg ist ausgelastet. Laut der neuen Präsidentin der Handwerkskammer Cottbus, Corinna Reifenstein, sind die Auftragsbücher der Bauunternehmen ausgelastet. Fast die Hälfte der Betriebe arbeitet am Limit, einige sogar darüber. 400.000 Wohnungen sollen pro Jahr neu gebaut werden. Die Branche leidet wie jede andere allerdings unter Fachkräftemangel. Dazu kommen steigende Energiepreise, steigende Materialpreise und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Sie sorgen für zusätzlichen Druck, so Reifenstein. Etwas optimistischer blickt sie auf den Nachwuchs. Die Handwerkskammer Cottbus verzeichnete in den letzten Jahren leicht steigende Lehrlingszahlen. 703 besetzte Stellen insgesamt im Jahr 2021, 5% mehr als im Jahr davor. Dennoch wird das wohl langfristig nicht ausreichen, die Rentenabgänge abzufangen. Im Oberstufenzentrum Lausitz in Schwarzheide findet im Januar wieder der Tag der offenen Tür in digitaler Form statt. An 3 Tagen können sich Interessierte virtuell über die verschiedenen Angebote der Schule informieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 18. Januar und am Donnerstag, dem 20. Januar jeweils von 17 bis 18 Uhr statt, sowie am Mittwoch, dem 19. Januar von 16 bis 17 Uhr. Zugang ist im Netz über oszlausitz.de möglich. Auch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat nun aufgrund der afrikanischen Schweinepest eine Sperrzone festgelegt. Diese Sperrzone 1 wurde wegen der Anzahl von Fällen in den benachbarten Landkreisen Bautzen und Meißen errichtet. Damit ist das Gebiet zwischen den Orten Lieske und Großmehlen eine sogenannte Pufferzone. Im Rahmen der Allgemeinverfügung sind zudem Halter von Schweinen in der Sperrzone 1 zu bestimmten Verhaltensweisen und Handlungen verpflichtet. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des Landkreises osl-online.de. Die Stadt Hoyerswerda und weitere Akteure will alle Bürger für mehr Zusammenhalt und ein Miteinander sensibilisieren.
Dazu sollen am Freitag 7 Großplakate im Stadtgebiet aufgehängt werden. Die kurzen Botschaften sollen neugierig machen und zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig ruft die Stadt den Hashtag Miteinander für Heu ins Leben, um so im Rahmen der Aktion auch in den sozialen Medien diskutieren zu können. Werte wie Vernunft, Respekt und Toleranz sollen und dürfen im gesellschaftlichen Diskurs nicht verloren gehen, so die Stadt. Das offene Kinder- und Jugendangebot der Stadt Finsterwalde, das Freizeitzentrum White House, wird bis zu den Winterferien im Februar geschlossen bleiben. Das wurde jetzt durch das FFZ auf Facebook bekannt gegeben. Grund dafür sind krankheitsbedingte personelle Engpässe. Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen, um gemeinsam freie Zeit zu verbringen, ist derzeit nicht möglich. Pünktlich zu den Winterferien will die Einrichtung mit ihren Freizeitangeboten aber wieder starten. In der Stadt Kamenz hat man sich für das kommende Jahr viel vorgenommen. Einige Projekte stellt uns der Oberbürgermeister der Lessingstadt, Roland Danz, nun vor. Den vor kurzem eingeführten Halbstundentakt der Bahn in der Verbindung Kamenz-Dresden über Radeberg sieht Kamenz Oberbürgermeister Roland Danz als existenziell für seine Stadt. Infolgedessen ist auch die Weiterentwicklung des Bahnhofstandortes und dessen umliegende Umgebung in Planung. In Hinblick auf die momentan vorhandenen Stellplätze für die Waggons gestaltet sich dieses Vorhaben jedoch etwas komplexer als gedacht. Denn daran hängt auch die Entwicklung der Verbindung zwischen Kamenz und Hosena, die ja innerhalb des Strukturwandels mit wieder auf den Weg gebracht werden soll, also im Sinne des Personennahverkehrs, aber sicherlich auch des Güterverkehrs. Und da also mit dem VVO gemeinsam und dem Landkreis weiterzumachen, um zu gucken, wo haben wir Potenzial für weitere Stellplätze. Denn es ist ja ein erklärtes Ziel, auch von uns, nicht alleine der Bundesregierung, aber gerade durch die Entwicklung des Bundes sehr unterstützt, dass wir versuchen, den öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört eben auch die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes. Das wird uns fordern, das ist auch nicht einfach, aber das sind Entwicklungen, die uns Freude machen. Auch durch die nun vorhandenen Halbstundentaktverbindungen bietet sich zudem die Chance, in 2022 den Wirtschaftsstandort Kamenz umso mehr zu stärken und auszubauen. Die Niederlassung neuer Firmen wird in diesem Jahr zentrales Ziel der Lessingstadt sein. So Danz weiter. Wir sind ja in der Hinsicht mit der Entwicklung des Standortes der Akkumotiv sehr vorangekommen. Davon profitiert das Umland, die Region in weitestgehendem Maße. Und wir wollen natürlich auch am Verkehrslandeplatz gemeinsam mit der Flugplatz Kamenz GmbH weitere 13 Hektar Gewerbe- und Logistikpark entwickeln. Auch das wird ein starkes Zeichen sein in die Region rein, dass wir etwas einlösen von der kommunalen Seite her, dass wir im Zuge des Strukturwandels Arbeitsplätze schaffen. Neben dem Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kamenz sieht Roland Danz auch die Wichtigkeit, bereits bestehende Infrastruktur in der Stadt zu erhalten. Dieses Vorhaben wird vom Landkreis Bautzen, aber auch insbesondere durch eigene Initiative der Stadt vorangetragen. Dazu kommt im Jahr 2022 das Weiterarbeiten an der Lessingbad-Investition gemeinsam mit dem Landkreis. Das ist ja ein Prozess, der noch in die Jahre 24, 25, vielleicht sogar 26 reinreichen wird, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie kommen wir mit der Investition in den Hallenbadstandort, in den Freibadstandort in Kamenz weiter voran. Und ich denke, wir haben da mit der Entscheidung des Begleitausschusses und mit dem Votum des Bundes auch eine tolle Möglichkeit durch den Strukturwandel unterstützt, Infrastruktur in unserer Stadt zu erhalten und sie für die Familien und auch für das nähere Umland ein Stück weit mit weiterzuentwickeln. Das neue Jahr wird zeigen, welche Entwicklungen die Lessingstadt erleben wird. Wir sind dann auch wieder für Sie vor Ort. Du wolltest schon immer hoch hinaus? Mit Kranverleih Noack wird was draus. Frank Noack, Kranverleih in Loser und Coswig, sucht Lkw-Fahrer. Informier und bewirb dich. Bei Frank Noack unter Telefon 0172 353 82 06 oder per E-Mail unter frank.noack@kranverbund.de. Also beim Heben und Senken an Kranverleih Noack denken. Ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik?
Das erwartet dich. Während deines Studiums verbindest du Theorie und Praxis. Denn als angehender Bachelor of Science wechselst du regelmäßig zwischen der Berufsakademie Dresden und deinem Arbeitsplatz an einem unserer Standorte. Während deiner Praxisphasen erhältst du Einblicke in viele verschiedene Bereiche unseres Hauses, wie beispielsweise IT, Rechnungswesen, Marketing oder Strategie und Innovation. Dadurch hast du auch die Möglichkeit, dein theoretisches Wissen anzuwenden und zu vertiefen. Du wirkst damit als Schnittstelle zwischen System und Benutzer, optimierst betriebliche Abläufe und entwickelst neue Lösungen und Anwendungen, um Prozesse künftig noch effizienter und einfacher zu gestalten. Dadurch trägst du wesentlich dazu bei, dass aus ersten Ideen konkrete Konzepte und eigenständige Projekte entstehen, die du selbstständig weiterführst und umsetzt. Und klar, solche Konzepte wollen auch vorgestellt werden. In Meetings mit anderen Abteilungen und Kollegen hast du die Möglichkeit, diese vorzustellen und bleibst durch den gemeinsamen Austausch und die Diskussionen immer up to date. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Willkommen zurück. Bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Polizeimeldungen. In Zittau wurden am Montag 2 Ladendiebe gestellt. In einem Einkaufszentrum an der Zittauer Hochwaldstraße sind Montagnachmittag 2 Ladendiebe gestellt worden. Ein 30-jähriger Mann und eine Frau im Alter von 28 Jahren hatten versucht, Waren im Wert von über 200 Euro zu stehlen. Dies wurde von einem Mitarbeiter jedoch bemerkt. In den Rucksäcken der Tschechen wurden unter anderem Bekleidung, Kosmetik und Computerspiele gefunden. Außerdem hatten sie Cannabis und Drogenutensilien dabei. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag auf einem Parkplatz in der Spargasse in Bischofswerda einen PKW in Brand gesetzt. Kameraden der Feuerwehr löschten den 10 Jahre alten Peugeot und verhinderten ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge und Gebäude. Am Auto entstand Totalschaden, der sich auf rund 8.000 Euro beläuft. Die Kripo ermittelt. Bereits am Mittwoch, den 20. Oktober, ist es auf der B115 in Höhe der Sparkassenfiliale Kodersdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei hat ein kleiner weißer PKW an der Ausfahrt des Parkplatzes einen haltenden Opel gerammt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere um weitere Angaben zu dem weißen Auto, das mit der Aufschrift eines Sicherheitsdienstes versehen war. Sie werden im Revier Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 oder von jeder anderen Dienststelle entgegengenommen. Bei Baggerarbeiten am Holteiweg in Bad Muskau ist am Montag eine 3 Zentner schwere Bombe aufgetaucht, die offenbar aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kümmerte sich um die Bergung und den sicheren Abtransport des mehr als einen Meter langen Sprengsatzes. In der Silvesternacht ist eine Gruppe von 10 Leuten randalierend durch Bad Liebenwerda gezogen. Es wurden dabei auch Passanten geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach den unbekannten Tätern, die sich teilweise auch im Bereich des Marktes aufhielten, um Mithilfe. Hinweise werden telefonisch in der Inspektion Elbe-Elster unter 03531 7810 entgegengenommen. Sie können dazu auch die eingeblendete Internetadresse nutzen. Bevor wir zu den Wetteraussichten für die kommenden Tage kommen, schauen wir zuvor noch in unser heutiges Kalenderblatt. Heute, vor genau 16 Jahren, wurden 2 Kanäle im Seengebiet der Lausitz feierlich eröffnet. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 5. Januar 2006 sind 2 Überleiter im Lausitzer Seenland offiziell eröffnet worden. Der Sornower und Rosendorfer Kanal verbinden den Sedlitzer See mit dem Geierswalder sowie dem Partwitzer See. 7,5 Millionen Euro haben die Verbindungen gekostet. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
Dicke Wolken und ein frischer Schneeregen begrüßten uns heute Morgen. Den ganzen Tag über hielt sich der Himmel weitestgehend bedeckt. Gegen Mittag bekamen wir eine kleine Regenpause und Temperaturen von 5 Grad. Ein böiger Wind aus Westen zieht am späten Abend auf und hält sich die ganze Nacht. Es kann wieder zu schneien beginnen. Morgen erwartet uns eine Unwetterwarnung wegen starker Glättegefahr. Der Schneeregen aus der vergangenen Nacht gefriert und Wege und Straßen werden zu gefährlichen Rutschpisten. Passen Sie auf, wenn Sie nach draußen gehen. Zum Mittag hin ziehen die Wolken auf und dann erscheint auch wieder die Sonne. Warm wird es dadurch nicht. Die Temperatur erreicht einen Höchstwert von 2 Grad. Auch in der Nacht bleiben wir von Wolken verschont. Die Werte sinken bis auf den Gefrierpunkt. Im Bergland werden am Nachmittag ebenfalls wolkenfreie Stunden erwartet. Das Thermometer zeigt nur kleine Temperaturschwankungen an. Die Nacht ist frei von Wolken und uns erwartet ein schöner Wintersternhimmel. Mit etwas Glück können noch einige Sternschnuppen des alljährlichen Meteorstroms den Quarantiden im Januar gesichtet werden. Ziehen Sie sich aber dick an, wenn Sie rausgehen. Die Werte liegen nachts bei minus 1 Grad. Zum Ende der Woche erreichen uns erneut dicke Wolken. In manchen Teilen der Lausitz kann auch Schnee fallen. Wir erleben am Freitag starke Temperaturunterschiede von 3 Grad am Mittag bis zu minus 6 Grad am Abend. Der Samstag spiegelt das Wetterbild des Vortags wider. Kaum Sonne und ein lebhafter Wind aus Süden weht. Die Temperatur erreicht maximal 2 Grad. Das war unsere Drehscheibe Lausitz vom Mittwoch. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auch auf unserer Homepage lausitzwelle.de oder auf unserem Lausitzwelle YouTube-Kanal. Zur Drehscheibe Lausitz sehen wir uns dann morgen wieder pünktlich um 18 Uhr. Haben Sie einen erholsamen Feierabend. Tschüss. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.